Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und ich habe jetzt mal das Förderband zu Ende gelegt und ich muss sagen, das war schon eine ganz schöne Prozedur. Aber egal, wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, wir schauen, dass wir heute auf jeden Fall die Bleirahmen fertig bekommen. Dann will ich einfach mal reinschauen, also die Phase 1 abschließen, Weltraumlift, und einfach mal nur gucken, was das alles jetzt so Neues gibt, wie es weitergeht. Dann müssen wir Caterio machen oder das Kryolith. Müssen wir mal gucken, was da die höhere Priorität hat. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Gut, hier unten ist alles angeschlossen. Ich habe auch die Stromleitung jetzt noch verbunden. Das heißt eigentlich, wenn die Biomasse irgendwann mal kommen sollte, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, dann sollten wir insgesamt 2400 Megawatt haben. Ganz genau. Ich hoffe, dass wir jetzt die nächsten 3, 4, 5 Minuten, bis es läuft, jetzt keine Stromspitze bekommen und einen Stromausfall haben. Aber ich glaube nicht. Wir können mal ganz kurz das Förderband hinterhergehen. Das war, also ich meine, hier geht's, ist zwar lang, aber jetzt nicht wirklich schwer oder kompliziert. Ja, ich weiß. Das wird dann früher oder später alles besser. Hier kommt die Biomasse, wenn wir das Reisenetzwerk haben. Aber das dauert noch. Dazu brauchen wir davor erstmal Schnecken und so weiter und so weiter. So schnell geht das nicht. Genau, es wird hier unterirdisch weiter verlegt, das Förderband. Das sieht man es am Eck ein bisschen. Und wir müssen noch gucken, wir haben 6 Eisenbahnen zu wenig. Ob wir das jetzt dann auch noch gleich machen oder dann das nächste Mal kombinieren, wenn wir Eisen brauchen. Aber ich glaube, wir kombinieren das, wenn wir Eisen brauchen. Obwohl es eigentlich egal wäre. Müssen wir mal schauen. Genau, also das Förderband geht gerade unter mir. Entlang, hier sieht man es. Nee, Quatsch, ist es gar nicht das Richtige. Doch, dahinter ist es. Und dann geht es jetzt dann gleich hier bei den Bleirahmen weiter. Ich will aber noch ganz kurz das Förderband weiter verfolgen. Und jetzt wird es interessant. Also, das geht jetzt hier rein. Da einmal durch. Hier einmal rum. Dadurch, das Gute ist, also wir haben hier noch einen Container über mit 120 kompakte Biomasse. Können wir allerdings erst machen, wenn wir MK3-Förderband haben. Dann tauschen wir einfach bloß das Förderband aus und dann haben wir hinten nochmal mehr Biomasse. Also Strom sollte uns nicht ausgehen. Genau, dann geht es hier lang. Und dann jetzt unterirdisch dahinter. Wie schon gesagt, hat eine ganze Zeit gedauert, aber funktioniert. Genau, hier kommt sie. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir, dass die Bleirahmen kommen. 50 Stück brauche ich für die Phase 1. Ich hatte ja gesagt, ja, wir machen mit der zweiten Phase noch nicht weiter. Habe ich jetzt auch nicht vor, aber ich will trotzdem mal gucken, was da jetzt alles so kommt. Und dann müssen wir uns überlegen, erst Caterium. Also Caterium ist auf jeden Fall wichtiger, aber Kryolith werde ich viel öfter brauchen wegen den Foundations. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Weil das ganze Caterium-Zeug brauche ich für die MK2-Strommasten, für die intelligenten Splitter. Ja. So, also. Die Schrauben laufen voll. Wir machen jetzt hier mal noch Strom drauf. Ich hoffe jetzt wirklich. Moment mal, ich ziehe die Scheiben ein bisschen weiter. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es mit dem Strom noch ausreicht. Es wird jetzt noch 1, 2, 3 Minuten dauern, bis der Strom kommt. Hey, wir sind theoretisch, wenn alle Anlagen laufen, was sie hier nicht tun, 60 Megawatt drüber. Ich denke mal, das bekommen wir schon hin. Sonst brauchen wir hier Blei. 60 Blei. 30 Bleiplatten und wir haben hier 60 Bleierz oder was es ist. Genau. So, Moment mal, wir brauchen definitiv den Konstruktor. Bekomme ich den daneben hin? Ne, geht wegen am Förderband, nicht? Dann machen wir es so. Ah, ich brauche auch erstmal noch die Bahnen dafür. Dann wird es jetzt hier alles schon wieder ziemlich eng. Cool.
Und dann habe ich auch noch zu viel. Da habe ich auch noch Barren über. Das ist aber nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, machen wir gleich zwei Schmelzöfen. Dann ist zumindest schon mal das Crushed Lead weg. Dann haben wir 90 Bleibarren. Und wir brauchen bloß 30. Also wir haben noch 60 über. Das ist okay. Aber das ist zu nah alles. Das ist alles zu nah, weil ich muss das jetzt zusammen fusionieren und dann wieder aufsplitten. Eieiei. Vielleicht machen wir das auch ganz woanders. Hier drüben. Wir machen es hier drüben und dann gehen wir mit dem Förderband irgendwie da durch. Ein bisschen Zeit schinden, bis der Strom kommt. So, also wir machen jetzt hier zwei Schmelzöfen hin. Dann kann ich sie auch direkt nebeneinander stellen, ist egal. Wenn ich sie eh zusammen fusionieren muss. Ja, das ist jetzt alles momentan ein bisschen, ja, chaotisch. Förderband oben drüber, drunter und dann vermischt sich alles. Ja, weil wir also am Anfang noch wirklich viel, ja, kleinteilig arbeiten, die ganzen Grundsachen mehr oder weniger erstmal herstellen müssen. Das wird sich jetzt dann demnächst wieder ändern. Es fehlt mir jetzt Schrauben und Beton. Mir geht eigentlich alles aus. Und das Problem ist natürlich, wenn man will, dass alles so nah wie möglich an die 100% läuft, dann muss man halt ein bisschen schauen, dass man das Zeug von A nach B bekommt, weil sonst habe ich überall diese Container stehen. Und das will ich nicht. So, also wir brauchen auf jeden Fall Schrauben. Schrauben können wir immer brauchen. Aber mir fällt auf, im Vergleich zum letzten Durchgang haben wir nicht so einen krassen Schraubenmangel. Obwohl beide Foundations-Arten auch Schrauben brauchen, tatsächlich. Ja, wir produzieren aber auch mehr Schrauben als beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir das ja wirklich irgendwie Pi mal Daumen gemacht und ja, und dann kommen halt bloß 10 an, so zum Beispiel. Das machen wir jetzt hier anders. So, fehlt mir irgendwas? Nö. Sonst habe ich alles, oder? Eisenstange nehme ich noch mit. Kleiner Stromcheck. 1508, das heißt, die Generatoren fangen langsam an, das Arbeiten, das ist gut. Ja, die Biomasse ist auf jeden Fall schon mal unten. Ja, dann sind wir jetzt auf der sicheren Seite. Dann haben wir jetzt bestimmt, also 900 Megawatt ist jetzt schon für den Anfang okay, was wir jetzt zusätzlich haben. Aber auch nicht mega viel, aber wir sind jetzt schon erstmal, denke ich, sicher. Die nächsten 4, 5, 6 Folgen. Hoffe ich zumindest. Und wenn nicht, dann machen wir halt nochmal schnell Strom. Biomasse haben wir mehr als genug. Wir sollten also bloß gucken, dass wir irgendwann, wenn wir zu viel von diesen Stromgeneratoren unten hinstellen, dass wir irgendwann das MK3-Förderband haben. Dass ich nicht noch ein Biomasse-Förderband von da hinten hierher dahinter legen muss. Dass wir einfach bloß das Förderband austauschen und das zweite Lager, was wir noch über haben, auf das Förderband drauf fusionieren. Gut, also hier haben wir jetzt Blei. Dann wird das jetzt hier einmal aufgesplittet. Kommt hier die Constructor. Wir könnten eigentlich theoretisch unterirdisch gehen. Muss ich je ein bisschen mehr machen. Aber das ist hier in der Wüste gar nicht so einfach wie in den ganzen Dünen. Dass ich die Förderbänder ein bisschen verstecke. So. Dann geht es jetzt erstmal hier. Haben wir noch irgendwas, was wir mit Blei machen können? Wir gucken mal ganz kurz durch. Aber ich glaube, wir haben alles. Erstmal. Haben wir. Haben wir. Passt. Sonst haben wir, brauchen wir, glaube ich, nichts. Wir gucken trotzdem mal ganz kurz noch hier. Das haben wir es gleich. KI-Begrenzer brauchen auch nichts. Allerdings brauchen die Zinn, Draht. Ist auch wieder cool.
Nee, sonst schaut's gut aus, bis jetzt zumindest. Das heißt, wir machen jetzt hier trotzdem. Das heißt trotzdem, wir müssen es machen, einen Shredder-Container. Jetzt hier mein Strommasten her. Ja, perfekt. Und hier schreiben wir jetzt drauf 60. Gut. Dann weiß ich Bescheid, dass hier noch 60 Blei Baren über sind im Zweifel. Dann brauchen wir jetzt hier nochmal einen Splitter. Eigentlich könnten wir das Lager wegmachen. Machen wir auch. Dann kommt einfach ein bisschen mehr Ordnung wieder rein, wenn wir diese ganzen Zwischenlager wegmachen. Ich bekomme jetzt wahrscheinlich eine Kiste, aber egal. Ja, dann schmeiß mir den Scheiß weg. So, und das ganze Bleizeug, ganz im Ernst, ich kann da noch ein bisschen was mit der Hand reintun. Den Rest schmeißen wir weg. Was will ich damit? Passt. Und hier wird es jetzt auch ordentlich aufgetrennt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das stockt da ein bisschen. Immer mal wieder. Da. Aber warum? Ich nehme jetzt mal die mit raus. Aber eigentlich müsste sich das genau aufgeben. Müssen wir mal schauen. So, wenn wir jetzt hier die Platten gemacht, genau. Jetzt schauen wir mal unterirdisch. Müsste eigentlich gehen. Machen wir drüben noch gleich das Loch hin. Ah, scheiße, das könnte. Das geht so nicht. Dann machen wir das hier. Ja, hier unten drunter ist auch schon ganz schön was los. Zwei Förderbänder, okay. Komme ich aber drüber, das ist sehr gut. So, dann kommst du her. Und dann passt das wunderbar, perfekt. Jetzt müssen wir die Bleirahmen nur noch schnell einlagern. Und dann hätten wir das auch. Die werden ja relativ schnell produziert. Ich würde sagen, wir lagern die in die Richtung ein. Weil tendenziell sind meine ganzen Lager auch da hinten. Dann spare ich mir wenigstens 2 Meter Weg. So, die müssten jetzt dann gleich kommen. Wie machen wir das denn jetzt halt hier? Der Decke ist doch auch scheiße, oder? Ja, machen wir das gleich anders. So. Aber hier dürfte es sich eigentlich jetzt nicht. Aber es läuft schon wieder langsam, aber sicher voll. Wir produzieren 90 Bronzebeam.
Wir brauchen bloß 60. Ach, scheiße. Hatte ich komplett vergessen. Mist. Halt. Wollte ich das untertakten? Ich habe es vergessen. Scheiße. Wir müssen leider. Aber selbst wenn ich es untertakte. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, wie viel Brausebahn wir herstellen, wie viel wir über haben. Aber ich glaube, das waren 60. Weil ich gesagt habe, das Förderband ist mit dem Blei und mit dem Bronze komplett ausgelastet. Zu 100%. Ja. Dann ist es natürlich kein Wunder. Ich mache jetzt auch mal dieses dumme Loch hier zu. Nee, kann ich ja nicht, weil da die Erzquelle ist. So, hier. Ganz genau. Aber es werden auch bloß 60 produziert. Und die gehen jetzt da lang. Selbst wenn ich mehr aktuell verbrauche, läuft es trotzdem voll. Wir haben eine Effizienz von 91%. Wahrscheinlich war die gerade eben sogar noch schlechter. Ja, sie geht langsam wieder hoch. Gucken mal, wie es mit dem Strom ausschaut. 2400, passt. Alle Anlagen laufen zu 100%. Sehr, sehr gut. Wir haben gerade gesehen, der Konsum 1450. Also wir sind schon wieder sehr nah dran. Und ich muss tatsächlich noch die Wasserkraftwerke, also die Wasserextraktoren, untertakten da hinten. Dann sind wir schon wieder ein Stück näher dran. Allerdings haben wir jetzt hier trotzdem, egal wie wir es drehen und wenden, 30. Halt, nee, Quatsch. Wir müssen jetzt hier untertakten auf. Nee, Quatsch. Es kommen 60, das passt schon. Es kommen 60, werden aber 90 produziert. Wenn ich jetzt halt hier übertakte auf 90, dann geht es mit den Schrauben wieder nicht aus und mit den. Ah, das ist doch Mist. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir den Brausebeam schon irgendwo eingelagert haben. Ich befürchte schon. Ich befürchte schon, und zwar da hinten. Shit. Ja. Mist, wir haben noch Bronze über. Ich will auch nicht so viel einlagern für den Handgebrauch. Kann ich daraus irgendwas Sinnvolles machen? In naher Zukunft. Wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir das jetzt erstmal einlagern. Da oben irgendwo. Und dann schauen wir uns mal den nächsten Meilenstein an. Und vielleicht finden wir dann schon raus, wo wir das brauchen könnten. Aber wir brauchen hier definitiv einen Starter-Container. Ich muss hier mal ein bisschen aus dieser Gegend hier raus. Das heißt, wir brauchen hier definitiv einen intelligenten Splitter. Nach geradeaus geht der Brause. Beam, da ist er. Und links der Überschuss. Wahrscheinlich links der Überschuss. Geht das? Ja. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Förderband dahin, wo wir ein bisschen Platz haben. Hier. Hilft nichts. Dann lagern wir das hier mit ein, dann machen wir das auch nochmal anders. Ja, es sind schon wieder große Umbauarbeiten, ich merk's. Produktion. Ne, Quatsch, Spezial. Schredder. Eins. Und zwei, dann gehst du da wieder drauf. Hier kommt die 60 wieder hin. Machen wir hier drüben gleich noch die 30 hin. 30, nicht 20.
Dann haben wir das. So, ich muss jetzt bloß gucken, wie ich da hinkomme am blödsten. Theoretisch. Theoretisch. Nee, geht's nicht, weil. Nee, nee, nee. Ich habe mir gerade überlegt, ob wir das auf ein Förderband machen und damit einen intelligenten Splitter aufteilen. Würde gehen, aber das Förderband geht ja in die andere Richtung. Macht ja gar keinen Sinn. So, und hier muss ich hin. Das ist natürlich jetzt genau dieses Förderband im Weg. Klar, logisch. Wie soll es auch anders sein? Aber wenn ich das jetzt so mache. Ah. Muss ein Stück weiter hierher. Und noch ein Stück länger. Das war wahrscheinlich zu lang. Nee, es geht. Dann komme ich jetzt hier auch perfekt rum. So. Eingelagert. Nächstes Problemchen gelöst. Ja, wir werden es nicht schaffen, dass wir alle Sachen immer zu 100% gleich weiterverarbeiten. Da müssen wir halt warten, bis dann neue Sachen freigeschalten werden. Aber jetzt passt das. Gut, wie viel von diesem Browserrahmen haben wir jetzt schon? 36? Wir warten mal noch ganz kurz. Mich würde es mal trotzdem interessieren. Wir gehen jetzt mal schnell zum Wasser hinter, untertakten die Anlagen. Auf 45 Megawatt, warum immer Megawatt? Letztes Mal auch schon. Auf 45 Kubik pro Minute. Und dann müssten wir hier nochmal ein Stück näher dran sein. Und irgendeine Anlage habe ich vergessen zu untertakten. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Aber ich werde es irgendwann rausfinden. So, wir nehmen auch mal. Das hier jetzt weg, weil die Pumpe arbeitet zwar, aber. Der hier nicht. Oder habe ich jetzt einen Scheiß gebaut? Bitte nicht. Nee, das war bloß der Wasserextraktor für den Notfall. Ganz genau. Der Rest läuft hier. Wir müssen untertakten die zwei und bloß den einen. Ja, wir sehen jetzt schon hier. Also, wir hätten zwar noch Wasser da, die Pipelines werden immer länger. Das ist nicht so das große Problem. Aber wir haben halt nach da hinten jetzt auch nicht mehr allzu viel Platz. Deswegen habe ich mich entschieden, dass wir runter ins Wasser gehen. Müssen wir halt einmal, vor allem weil hier jetzt Erde wäre. Müssen wir halt einmal einen sauren Apfel beißen, beziehungsweise ich habe es gemacht. Und das Förderband hinterlegen, aber dafür haben wir jetzt unten Ruhe. Gut, wir gehen hier auf 45, dann arbeitet er auch zu 100%. Alt ist er? Ja. Dann den auf 45. Ich meine, man könnte natürlich jetzt auch sagen, was ist jetzt passiert? Man könnte auch sagen, wir übertakten die. Aber wir haben ja trotzdem mit dem Platz ist es ein bisschen ein Problem. Und der hier muss noch auf 45 runtergetaktet werden. Und dann sind wir der Perfektion schon wieder ein ganzes Stück näher. Also, das sind jetzt knapp unter 100 Megawatt, was wir haben. Das ist richtig gut. Teilweise sind es bloß so 70, 80, es schwankt ein bisschen. Also das ist in Ordnung, aber es geht noch besser. Ich überlege gerade, wo der Haken sein könnte noch. Aber gut. Wir holen uns mal das Zeug von dem Weltraumlift. Wir brauchen. Ich weiß gar nicht, was ich alles dabei habe. Wir schauen einfach mal. So, der hier ist schon wieder vollgelaufen. Und der müsste bei 2012, 2013 sowas sein.
Ist er. Also das läuft gut. Wir müssen mal beim Gestein noch mal kurz gucken, ob hier alles passt. Da habe ich so das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen weniger wird. Es hier langsam, aber es wird weniger. Müssen wir mal schauen. Aber sonst läuft hier alles. Gut. Also wir brauchen wahrscheinlich sogar, Moment mal, 150. Ich habe alles dabei. 1000 Schrauben und die 500 Eisenbleche brauchen wir noch. Und bis dahin sollten wir auch die Bleirahmen haben. Und ich muss auch irgendwann mal die Foundations fertig austauschen. Hätte ich sogar gehabt. Naja. Ja, irgendeine Anlage da oben läuft nicht zu 100%. Ich muss mich mal hinhocken. 100%. 100. 84%. 10 verstärkte Eisenplatten, das ist das Problem. Moment mal, was ist da los? Was ist da los? Sollten eigentlich kommen. 84%. Wir haben hier ein bisschen Eisenplattenproblem. Und die Eisenplatten, wir gehen mal das Problem ganz kurz nach. Die kommen von hier und hier. Da schaut es gut aus. Da ist voll. 100%. Ja, hier ist das Problem. Hier kommen zu wenig Eisenbahnen. 60. Ne, Quatsch. 15. 45. Und 60. Produziert werden zu 100% 30. Oh, es darf wieder runterlaufen. Das ist das Förderband von unten. Mann, 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 Mann. Aber ich will das jetzt rausfinden. Zu 100% 30. Scheiße. Und die Hälfte geht weiter. Hier haben wir ein Defizit von 15 Eisenplatten. Ein Defizit von 15 Eisenbahnen, meine ich, nicht Eisenplatten. Das heißt, wir müssen auf dieses Förderband, da mache ich jetzt gleich mal nochmal meine berühmten Zahlen hin. M für Minus 15. So, dann müssen wir das noch ausgleichen. Und da oben haben wir noch ein Defizit von minus 6. Das heißt, wir brauchen 21 Eisenbahnen noch. Ich hätte das wahrscheinlich. Egal. Egal. So, sind jetzt die 50 Bleirahmen da. 67, 68, sehr gut. Dann gucken wir mal ganz kurz hoch. So, erste Weltraumphase. Warum geht das jetzt nicht richtig? Habe ich irgendwas. So scheiße. Ach nö. Ach, und das ist wieder ganz hinten. Geil. Aber ich will das schaffen, dass wir das zu 100% haben. 100% Verbrauch. Zumindest bei den Feststoffen. Ich denke mal, wenn später Flüssigkeiten im großen Stil dazukommen, wird es dann schon nochmal eine Ecke schwerer. Obwohl wir ja hier auch noch Kupfer eingelagert haben. Und wie viel haben wir da? Oh nein. Ah, 30, okay. So, hier sind die Bleilager. Also wir haben heute noch nicht viel geschafft, ja? Muss ich tatsächlich sagen. Leider, leider. Aber na gut, so ist es mal. Nun mal. Ja, wir haben auch noch ein bisschen Zeit.
Gut. Ja, ich meine, man könnte sich auch die Zahlen hier sparen. Es gibt, glaube ich, eine Mod, da kannst du irgendwas übers Förderband bauen und dann wird dir das immer angezeigt. Das könnte man auch mal probieren, zumindest. Weiß ich nicht, mal schauen. Jetzt leuchtet es auch. Und Abfahrt. Perfekt. Wir schauen gleich mal, was wir als nächstes brauchen. Die müssten wir eigentlich schon fast alle haben. Ja, und da wird es ja interessant. Mehrzweckgerüste. Die Rotoren. Die brauchen wir definitiv auch für die Wasserkraftwerke dann. Und die Solarpaneele. Das wird gar nicht so einfach, weil da brauchen wir auf jeden Fall, wie heißt's? Kohlestaub, und aus dem Kohlestaub machen wir dann Kohlenstoffgewebe. Beim Kohlenstoffgewebe ist es ähnlich wie bei den Diamanten. Wir können die nicht schreddern. Glaube ich zumindest. Da müssen wir sehr ordentlich arbeiten. Aber wir schauen uns mal ganz kurz ins Hub rein. Was wir als nächstes so machen könnten. Wie oft ich jetzt Fallschaden bekomme, na, nicht mal. Also wir machen auf jeden Fall davor das Schmelzmodul noch fertig, klar. Aber was jetzt so alles auf uns zukommt in nächster Zeit. Also Stufe 3. Wir haben hier geschmolzene Metalle. Ah, geil. Und da haben wir es. Die ganzen Bahnen, die ich brauche. Die ich hier eingelagert habe. Es fehlen zwar noch ein paar, aber zumindest habe ich schon mal einen Großteil. Dann Stahlproduktion. Da brauchen wir die Bahn wieder. Das sind dann quasi so Alternativrezepte. Eigentlich ganz cool. Messing. LKW brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Xenobasher wäre eine coole Sache. Dazu brauche ich aber erstmal Stahlschrauben. Hier haben wir MK3. Was ist denn Brass? Kann ich noch nicht machen. Aber das wäre gut, Vega MK3 Förderbändern und so weiter. Hier kommt die Wasserkraft. Das sind Stahlschrauben, oder? Und das ist wieder Brass. Was auch immer Brass ist. Keine Ahnung, muss ich mal googeln dann. Kohleenergie. Genau, das ist bloß der Heizer. Das Prinzip, wie wir die Anlagen momentan bauen, bleibt die gleiche. Bloß der Kohleheizer. Der wird ausgetauscht. Hier, oh, meine Lieblinge. Hier kommt die Hypertube. Ist Brass Brause? Keine Ahnung. MK2 Bohrkopf, endlich. Rohrleitung MK2. Hier kommt die Verkabelung, da brauchen wir schon Stahlbetonträger. Schweberucksack wäre auch nice. Brauchen wir eigentlich theoretisch nur noch Stahl? Und das ist Batterie, Solaranlagen. Und hier würde theoretisch erst das Kryolith kommen, aber das haben wir schon. Carbon-Mesh. Kohlenstoffgewebe. Windturbine MK2 bauen wir nicht, weil die haben Stromschwankungen und das will ich nicht. Die großen Masten. Ja, und das wäre es so. Wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Ich würde sagen, wir schauen jetzt tatsächlich, bevor wir zum entweder Katerium oder Kryolith gehen. Aber ich würde sagen, wir gehen tendenziell eher Richtung Kryolith erstmal, damit ich immer schön ausreichend die Sachen für die Foundations habe. Und danach zum Katerium. Aber davor machen wir es doch, das mit dem Eisen erst. Das macht mich sonst ganz kirre, dass ich 16 Eisenbahnen zu wenig habe. Und es ist auch nicht schlimm, dann haben wir Eisen über. Aber das passt jetzt auch noch von der Zeit her halbwegs rein, dass wir da schon mal anfangen können. Ich weiß auch, wo das Eisen ist.
Okay, 27. Läufst du zu 100%? Lead Blades, ja. Ich habe so die Befürchtung, dass das jetzt. Aber jetzt müsste das eigentlich hier passen. Oder habe ich hier einen Unsinn gemacht? Ne, die laufen zu 100%. Also er zumindest. Und er auch. Das heißt, es müssten 90 Stück kommen. Und über die Hälfte müsste hier rein. 20. Hey, Moment mal, ich brauche 30. Richtig? Oh shit. Oh shit. Das haben wir aber schnell gemacht. Und dann gehen wir runter auf 10. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir den hier zum intelligenten Splitter umtauschen müssen. Aber wir brauchen jetzt hier hier 15 und hier 30 sind 45. Und dann müsste das passen, dass alle beiden Anlagen gut befüllt werden. Ja, eigentlich schon. Ja, das ist natürlich jetzt. Moment mal, Moment mal. Kann ich das auch so machen? Fusionator? So geht das nicht, oder? Shit. Müssen wir nochmal ganz kurz ein bisschen umbauen. Hallo, Hilfslinie, danke. So, und wieder ein Problem gelöst. Ab zum Eisen. Das Eisen ist hier. Ich glaube, du bist eine normale Quelle. Oh, geil, sogar eine Weinequelle. Sehr, sehr gut. Da müssen wir mal schauen, wie wir da uns jetzt ausrichten. Das ist super ärgerlich so. Aber so müsste es gehen. So, wir probieren so viel Eisen rauszuholen, wie es geht, auf einen normalen Weg. Also ich werde jetzt mit Sicherheit keine Wasserpipeline herziehen. Zumindest, mir fehlt eine Eisenplatte. Mir fehlt eine Eisenplatte. Ich dreh durch. Ja, holen wir noch. Und Bohrkopf. Oder vielleicht doch mit dem Wasser. Wir schauen mal. Wie viel das mir bringt oder ob ich es überhaupt habe, das Rezept. Ja, und jetzt sehen wir natürlich schon wieder das Problem, dass die ganzen Lager alles so weit verstreut sind. Gut, passt. Ja, aber ich wollte ja eigentlich irgendwann mal da oben in die Natur, in den Wasserfall irgendwo da oben, einen gigantischen Bahnhof einbauen und dann Richtung Grasland und dann bauen wir da ordentlich ein vernünftiges Lager auf und so weiter und so weiter. Mal, ist bloß eine Idee, mal schauen. Die Frage ist bloß, wie bekomme ich den ganzen Scheiß, was ich hier eingelagert habe, hoch zum Bahnhof, ohne dass es ausschaut wie, ja, genau, gut. So, dann würde ich sagen, ohne zu kämpfen jetzt fix. Schauen wir mal, wie wir es mit dem Eisen machen. Wir haben übrigens schon 402 intelligente Beschichtungen. Hier können wir uns reinsprengen.
So, MK1 Bohrkopf leider. Gut, dann fix Strom. Es müssten 120 sein, ganz genau. Dann, wir brauchen definitiv den Crusher. Da haben wir bloß das. Zweimal, dann haben wir 120 Crushed Stieratit. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann hätten wir das Rezept. 150, das ist natürlich geil. Allerdings 100 Wasser. Das muss man natürlich auch erstmal jetzt herbringen. Wenn wir das aber anders machen. Wir haben noch die Möglichkeit, das damit zu machen. Da bekommen wir ja ein bisschen mehr als die Hälfte bloß raus und Magnesium. Und mit Magnesium kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Wahrscheinlich machen wir es das, tatsächlich so, dass ich jetzt dann nebenbei nochmal eine Wasserpipeline herziehe. Wird auch wieder sehr lustig. Und dann machen wir das wirklich mit diesem Rezept hier. Dann haben wir auch vernünftig Eisen. Man muss halt Wasser herziehen tatsächlich, aber okay, gut. So bekomme ich viel, viel weniger Eisen raus. Und nicht noch dieses dumme Magnesium, weil das brauche ich ja gar nicht. Zumindest noch nicht. Ja, so machen wir das. Das heißt, das Wasser werde ich holen. Wahrscheinlich werde ich den Steg hier nutzen, da hinten das Wasser holen. Müssen wir mal schauen. Dann haben wir auf jeden Fall ausreichend Eisen erstmal. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.